Ja, ich verstehe gar nicht, warum der Blauaugen-Panake Blauaugen-Panake heißt. Eigentlich hat er so blaue Augen wie ich. Der müsste doch der Norbertfisch heißen. Oder wie seht ihr das? Ja, endlich mal ein Fisch, der mitzuguckt. Sonst mache ich hier immer Filme, da meine ich immer, ich wäre hier ganz alleine. Keinen interessiert hat. Ja gut, ihr seid da, aber euch sehe ich ja nie so richtig. Aber hier habe ich mal endlich einen Kollegen, der guckt also zu, was wir hier machen. Der ist schon länger bei uns Gast hier im Haus. Und das ist natürlich dieser Blauaugen-Panake, oder ich nenne ihn einfach mal der Norbertfisch. Den habe ich also mal geschenkt bekommen und ich wollte euch den mal vorstellen. Weil das ist ja schon wirklich ein sehr außergewöhnlicher Geselle. Und das, was ihr alle seht, ja klar sind das Schuppen. Aber wenn wir den Kopf schon sehen, da sind gar keine Schuppen drauf. Da ist ein super Panzer. Der ist steinhart, der Fisch. Also auch wenn man den in der Hand nimmt, der ist nicht glitschig, nicht flutschig. Wir haben den schon mal umgesetzt. Der ist also ganz hart. Und wenn er seine Brustflossen so an eine Seite stellt, dann klappt er die ein. Dann ist er so sperrig. Das heißt, er keilt sich einfach in der Natur im Gehölz fest und wenn den einer fressen will, keilt er sich in irgendeine Lücke ein und den kriegt man dann nicht raus. Man müsste theoretisch fast das Tier zerreißen, was man nicht tut. So hart ist das. Ein steinharter Fisch. Ich sag mal, das ist also etwas ganz Außergewöhnliches und ich habe den einfach richtig lieb gewonnen. Der kommt gerne, der frisst gerne und ja, wollen wir mal gucken, ob er jetzt auch frisst, aber der Vorzeigeeffekt ist ja meistens, dass dann, wenn man das probiert, er nicht tut. Aber ich kann das ja trotzdem einfach mal probieren. Vielleicht tut er uns ja doch den Gefallen und frisst hier vorne was. Na komm, ist lecker. Ja, hau mal nicht ab. Das ist genau dein... Da guck mal, wie er guckt. Er hat genau gesehen, dass das kam. Und jetzt kommt dieses Mörder-Raspelmaul zur Geltung. Der nimmt sich einfach diese richtig harten Futtertabletten und lutscht die einfach weg. Hier, wenn ihr mal so eine Tablette hier seht, die sind also richtig hart. Und wenn man die zerbricht, das knackt richtig. Und der nimmt die einfach im Maul und raspelt die auf. Dieses Raspelmaul könnt ihr ja auch gleich auf dem Bild mal schön sehen. Und wenn wir die Dekoration von dem Aquarium sehen, wenn man mal wirklich schöne, glatte Baumwurzeln haben will, macht man einfach Baumwurzel im Aquarium beim Blauaugen-Panake und dann werdet ihr sehen, wenige Tage später sind die super blank. Alles, was an Oberfläche, an Rinde ist, an weichem, eventuell auch am faulenden Holz, da raspelt er einfach drüber und dann ist das weg. Und diese steinharten Tabletten knabbert er auch und die großen Steine, ja, die werden schon längst dick zugealcht, aber da geht er alle Tage wieder drüber und holt alles runter, was sich lohnt und frisst er dann auf. Ja, ein richtiger Allesfresser. Natürlich nicht der Fisch so für jedes Aquarium. Ein bepflanztes Aquarium findet er ganz toll, aber ihr findet das nächste Woche nicht mehr toll. Da steht nichts mehr. Entweder hat er das bis zum Grund ganz abgefressen oder selbst ganz harte Pflanzen hat er bis zum Gerippe abgeraspelt. Also da kommt nichts rüber. Das Aquarium müsste also, wie gesagt, sehr grob eingerichtet sein. Dicke Steine, am liebsten sogar ganz viele Wurzeln und die auch hin und wieder mal wechseln, damit er da mal so richtig was abraspeln kann. Wir haben ja hier Fischenzyklopädie. Wo kommt denn jetzt so ein Norbertfisch oder Blauaugen-Panake her? Ja, das ist also ein Südamerikaner, ganz klar. Und der lebt also wirklich in Urwaldflüssen, ganz tief im Unterholz. Meist kann man ihn kaum mit bloßem Auge im Wasser sehen, denn der lebt also wirklich da, wo ganz viel Sträucher sind und dicke Äste, dicke Wurzeln, wo er sich drin versteckt hat. Und da der immer was am Suchen, am Fressen ist und wenn die wirklich in der Gruppe zu Hause mal schwimmen, dann ist da immer so ein bisschen aufgewühltes Wasser. Das heißt also, wo kann man ihn wirklich sehen? Beim Norbert. Da sieht man den Norbertfisch. Denn ich habe den hier im Aquarium, wenn ihr mich mal besuchen kommt, geht ja jetzt Gott sei Dank wieder, kommt da mal vorbei. Und unsere Aquarienanlage ist ja 65 Meter lang, der lange Weg davor. Vielleicht kannst du den einmal kurz zeigen, wie lang das ist bis nach da ganz hinten. Und
Hier das letzte Aquarium, bevor man rüber geht, dort nach den Hunden und zu den Vögeln. Da in dem Aquarium ist der Norbertfisch, der mit den blauen Augen, erkennt ihr sofort. Ja, das Raspelmaul, das ist ja super gebaut. Das sind löffelartige Zähne, die also so richtig wie Schälmesser so einen Baumstamm bearbeiten, um den ganz bis in der Tiefe von allem, was etwas weicher ist, zu bearbeiten. Wenn der gar kein Holz kriegt, wo er frisches Holz hat zum Nagen, dann geht er auch wirklich an Hartholz und im Laufe der Zeit verschwinden dann tatsächlich ganze Baumwurzeln in seinem Bauch. Dies kann alles mit diesem außergewöhnlich starken Saugmaul bewerkstelligt werden. Das ist schon ein einzigartiges Werkzeug. Ich finde das super spannend. Ja, der Blauaugenpanake, da wo er in der Natur lebt, ist ein Höhlenbrüter. Das heißt, er macht also Brutpflege da, lebt meistens einzeln, ist nur zur Paarung als Paar kurze Zeit zusammen. Die Brutpflege ist auch schon im Aquarium gelungen, angeblich. Aber ich habe bisher noch nie Jungtiere angeboten gekriegt, dass ich die also mal anbieten kann und Kunden verkaufen. Wir haben hier nur unseren Norbert im Geschäft. Und wo der natürlich so blaue Augen hat, kann ich mich von dem so schlecht trennen. Aber selbst wenn die so klein sind, haben die tatsächlich auch schon blaue Augen. Ich hoffe mal, dass es demnächst Nachzuchten gibt. In Asien werden da einige sehr interessante Versuche gemacht. Die züchten da auch sehr, sehr seltene Welse, die bisher als unzüchtbar galten. Ja gut, die haben in Asien wesentlich mehr Möglichkeiten. Diese Tiere brauchen große Aquarien. Und wenn ich die züchten will, dann natürlich noch viel größere. Und ich muss aus einer Gruppe aussuchen. Und so ein Zuchtversuch im 1000-Liter-Aquarium zu machen, wird wahrscheinlich nicht gelingen. Aber in diesen Tropen in Asien, Südostasien, da haben die ganze Teiche ausgehoben und testen da mit verschiedenen Fischen. Also ich denke mal, die nächsten Jahre bringen uns da noch einige Überraschungen an verschiedenen Sauchwälzen. Hier wird ja diese ganze L-Wälz-Gruppe, da hatten wir bisher auch noch nicht drüber berichtet, können wir auch mal demnächst machen. Und da gibt es also super Raritäten noch, die in Deutschland bisher noch gar nicht auf dem Markt sind. Also ich glaube, da kommt noch was. Aquaristik wird nicht langweilig. In der Natur wird immer weniger gefangen, entweder durch Verbote oder dadurch, dass irgendwo schmutziges Wasser in die sauberen Flüsse eingeleitet werden und dass einige Fischarten und Tierarten dort nicht mehr leben können. Aber fast alles ist mittlerweile in Aquarienhand und die Aquarianer, die machen das schon, die die Zeit haben. Übrigens könntest du dir ja auch mal einen schönen Fisch aussuchen und züchtest den. Nur Aquarium haben, einen Fisch angucken oder einen Schwarm angucken, ist da langweilig. Such dir einfach mal eine seltene Art aus. Geh mal nach deinem Zoofachhändler oder kommst du zu uns. Lass dich mal beraten, was noch nicht viel gezüchtet wird. Und bemühe dich mal und züchte mal deine eigene Art. Das ist ein super spannendes Hobby. Da hast du ganz sicherlich noch viel mehr Spaß an Aquaristik. Und zu allem Überfluss kannst du womöglich, wenn es gelingt, dir auch noch ein bisschen Taschengeld verdienen. Perfekt. Hui, ein Buch kommt geflogen. Wer hat es von euch gelesen? Du noch nicht? Ja, da wird aber Zeit, dass du dir das anschaust. Der wäre bald vorbeigeflogen. Ja, das Jahr ist auch bald vorbei. Der Katalog 2020, den solltet ihr haben, denn wir arbeiten ja top an. Ich habe zweimal gefangen, hatte ein bisschen Angst, weil der ist so schwer. Ein richtig dickes Buch. Das neue Jahrbuch der Tierfreunde. Jetzt schon bestellen, im Dezember geliefert. Wenn ihr nicht alleine lesen könnt, guckt euch einen Vorleser an. Und für alle Brillenträger haben wir auch den Norbert in groß. Und das Letzte, was ich euch noch zeigen wollte, ich glaube, dann zeige ich euch nächstes Mal. Tschüss, bis dann. So, hier bin ich mit unserem Norbert mal zusammen. Er hat gesagt, also wenn, dann muss die Sendung auch komplett sein. Und um eine komplette Sendung zu machen, brauchen wir einen Haltungscheck. Ja, du brauchst kein Looping zu machen, ich erzähle ja schon alles. Der Norbertfisch oder andere nennen den, weiß ich gar nicht warum, Blauaugenpanake, als Norbert ist er so sympathisch, wird 30 cm groß, sollte ein Aquarium so ab 300 Liter ungefähr haben. Alles, was größer ist, ist besser. Aber er ist ja nun mal ein Fisch, der gar nicht so viel schwimmt. So wie wir sehen, er saugt sich gerne fest. Bei dem ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, das Aquarium voller Deko, voller Holz zu haben, damit er da richtig raspeln, sich richtig bewegen kann. Das ist ein echter Arbeiter. Dieser Fisch wird auch alt. Jetzt nicht so alt wie der Norbert. Also so alt wie ich kann es nicht mehr werden, aber überholen kann er mich eh nicht. Aber 20 Jahre ist natürlich bei so einem Panake überhaupt keine Seltenheit. Wann der geschlechtsreif wird, kann man nicht so genau sagen. Man geht davon aus, 2-3 Jahre wird er wohl dafür brauchen.
Laichverhalten ist bekannt, machen natürlich alle Tiere dieser Art. Die sind also Höhlenbrüter und machen auch eine gewisse Art der Brutpflege dann dabei. Ernähren sich, wie schon gesagt, von Holz und super gerne von Pflanzen. Dann wird er natürlich teuer, wenn man immer nachsetzt. Aber man kann natürlich auch an andere Gemüse pflanzen, so Zucchini zum Beispiel, und sowas geben. Was vielleicht nicht gut ist, ist also normale Schlangengurke, die macht also super schnell das Wasser trüb. Oder Tomate, wenn er einmal die Schale rund hat und die ganze Flüssigkeit läuft raus, hat man ein Riesenproblem mit dem Aquariumwasser. Aber sonst kann man ihm ruhig irgendwie etwas, was leicht angekocht ist, das desinfiziert ist, einmal kurz abkochen und fertig. Und dann nimmt er fast alles an Gemüse, aber bitte nichts, was ausläuft, weil das die Qualität des Wassers so schlecht macht. Die Klimazone ist natürlich tropisch, daher kommen auch die Temperaturen, 24 bis 30 Grad. Das ist sein Lebenselixier, da fühlt er sich wohl. Als echter Südamerikaner möchte er natürlich saures Wasser haben, irgendwo 6 bis 7,5 den pH-Wert, also leicht über 7 geht auch. Härte von 1 bis 15, das ist ihm so ziemlich Schnurz, der ist also ein robuster Kerl, der kann viel vertragen. Ja, man sagt, warum 1 bis 15, in der Tropen ist das Wasser doch immer weich. Nein, das stimmt also gar nicht, denn dort gibt es also Regenzeiten und Trockenzeiten und je nachdem, wo er sich gerade aufhält. Wenn also eine längere Trockenzeit ist, kommt natürlich nicht so viel super weiches Regenwasser dazu. Und es kommt auch immer etwas Wasser aus der Erde und das ist teilweise auch mineralisiert. Und dadurch kann also auch schon mal in den Tropen das Wasser hart sein. Und deshalb sind diese 15 Härte gar nicht ungewöhnlich. Ja, was eben als Deko ist, ist Baumwurzeln, habe ich aber jetzt schon mehrfach gesagt. Großes Aquarium, schön warm, bisschen sauer, genug Holz und er fühlt sich wohl. So einfach kann man Norbert zum Wohlfühlen bringen. Ist das nicht klasse? Ja, hier der Gabelbart, der im Aquarium ist, der gehört hier gar nicht rein. Wir haben den gerade von einem Kunde bekommen, dem ist er einfach aus dem Aquarium rausgewachsen. Das Aquarium, wo er aber demnächst reinkommt, das ist also gerade nicht fertig. Wir sind da dran am Arbeiten. Da muss er mal 2-3 Tage hier verbringen, bis das Becken wieder neu eingerichtet ist und dann kommt er darüber. Nicht, dass ihr meint, dass wir den Fisch hier auf Dauer in dem kleinen Aquarium halten. Diese Gabelbärte kommen auch aus Südamerika, genauso wie der Blauaugenpanacke. Und wir haben hier die richtige Gesellschaft, auch die richtige Wasserqualität. Für ein paar Tage geht das, aber auf Dauer nicht. Und auf Dauer gucken wir auch hier keine Filme. Meine Filme nehmen alle mal ein Ende. Aber auf Dauer sehen wir uns ja immer wieder, denn ich bin nächste Tage wieder bei euch. Und dann hat der Fisch schon lange ein neues Zuhause gefunden. Wir sehen uns.